Jü, da wären wir auch schon wieder. So, Steine. Die könnten eigentlich noch schneller eingelagert werden, richtig? Ich glaube, das hatte ich auch gerade vor. Normale Ärmchen haben wir nicht mehr, weil die halben Ärmchen hergestellt werden. Also nehmen wir einfach mal ein halbes Ärmchen. Du, dahin, hau rein. So. Was wollten wir noch alles machen? Wir wollten Kupfer zu Ende machen. Das da oben mache ich mal weg. Das irritiert nur. Das sollte, glaube ich, mal die. Entweder die Endlagerung von dem Kupfer sein. Also, dass da oben das Kupfer ist und da unten das Eisen. Oder es sollte die Entladestelle für die Bahn sein. Aber ich sehe echt keine Bahn reinfahren gerade. Nicht wirklich. Mal wobei. Hier genau zwischen rein. Warte mal ganz kurz. Das wird tierisch eng, aber das sieht bestimmt irre cool aus. Wo sind die verdammten Bahnschienen? Kann ich noch keine Bahnschienen bauen? Nee, anscheinend nicht. Weil die Bahnschienen sind so ein bisschen komisch. Die brauchen, glaube ich, anderthalb Felder oder so. Das heißt, man könnte es optisch so legen, dass es aussehen würde, als wenn es die Mitte wäre. Das hätte was. Also ja, hier reinfahren. Und dann entlädt das direkt auf die Fließbänder das. Ja, dafür haben wir das zu weit hier rechts gemacht. Das heißt, die müssten ja dann quasi hier schon entladen werden, sonst bringt das gar nichts. Ja, damit spiele ich rum, sobald ich die Schienen bauen kann. Auch wenn ich eigentlich ziemlich sicher war, dass ich sie schon bauen könnte, aber nö. Nee. Also sobald ich die bauen kann, dann spiele ich da ein bisschen rum und gucke mal, ob das da einigermaßen hinhaut. So, wir wollten jetzt weiter optimieren. Wir wollten gucken, dass soweit alles ankommt. Wir wollten das hier umdrehen. Dann unten eine Auffangkiste fürs Kupfer machen. Damit auch das überschüssige Kupfer eingelagert wird, damit wir später zig Tonnen Kupferplatten überhaben. Ich aus Versehen die Kiste irgendwann abbaue und das ganze Spiel crasht. Das ist so ungefähr der Plan. Komm mal mit. Dann werden wir auch gucken müssen. Also das habe ich hier, das mit den roten Fließbändern ist jetzt ziemlich sinnlos. Also vorher war es sinnvoll, weil es ja von hier unten produziert wurde und dann nach oben weggeschoben wurde. Aber jetzt ist hier unten nichts. Und es wird jetzt schnell in Richtung nichts produziert, befördert. Das ist jetzt, ja. Also dass wir eventuell ein paar rote herstellen und dann hier oben bei der Gießerei anfangen, das hinzusetzen. Was machst du? Du warst Stein, ne? Ja, Stein wird da weg können. Die gesamte Transportstrecke hier von Stein kann weg. Stein wird jetzt hier hergestellt. Und wenn irgendwer irgendwo Stein braucht, bekommt das von hier angeliefert. Das heißt, wir müssten auch hier jetzt eine Abzweigung. Ja, ich glaube, ich schließe das jetzt schon mal an. Also ich hole mir von hier jetzt gleich Stein. Müsste ja eigentlich immer genug da sein. Lass es mit dem Fließband hier langlaufen und fahre es dann hier hoch. Damit die Versorgung sowohl von der Mauerproduktion als auch von den Steinzahnrädern da oben und so weiter ungestört weitergehen kann. Heißt aber auch, dass das hier weg kann. Oh, ich muss noch weiter unten anfangen, sehe ich gerade. Ja, das ist nicht gut. Weil hier wird auch schon Stein gebraucht. Das heißt, du gehst doch da wieder hoch. Ja. Okay. Eigentlich müsste das dann auf die Höhe hier. Die Höhe. Ja, das ist da am Weg. Ja, okay, ich werde es hier abzwacken müssen und dann irgendwo einen Schlenker machen. Sieht ja wieder ein bisschen verwuselt aus, aber ist dann halt so. Ah, und der 1600er Tank ist voll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gib mich mal bitte da intelligente Ärmchen für Zinkerz, genau. Ich hätte gerne Stein. Schub rechts, Schub links. Runter, runter, runter.
Nein, ah, du musst Fließband. So, so. Muster legen, den will ich nicht auflegen. Gegendonner. Du weg. Du bist jetzt direkt auf der Höhe der Batterien. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir nehmen dich einfach jetzt hier runter. Nicht so komisch. Darunter. Darum. Und dann müsste es ja soweit wieder alles passen. Du weg. Und die hier alle weg. Oh. So, nächstes Hin- und Her-Gewusel wäre das Kupfererz. Das hier abgebaute Kupfererz müssten wir jetzt mal umdrehen, dass es nicht mehr nach hier geschoben wird, sondern nach oben. Das heißt, der da weg. Genau, 1, 2, 1, 2. So. Wird jetzt alles auf die linke Seite gelegt, das ist nicht gut. Aber ja, so machen wir das erstmal. Wie kriegen wir das Kupfererz jetzt am besten nach oben, dass es nicht so super doof aussieht? Direkt neben dem Eisen lang. Ja, und zwar direkt links neben dem Eisen, damit es nicht hier gegen die Pfosten immer gegen donnert. Okay. Du, geh mal hier hoch. Hier ein Schwenker. Oh, wir brauchen wieder Untergrunddinger. Da, machen wir ein paar. Da lang, da lang. So. Ups. So, und ich hätte hier eigentlich auch ganz gerne einen Splitter drin, damit das beidseitig befüllt wird. Sieht einfach besser aus. Mach das da mal weg. Mach dich da einfach mal hin. So. Oh, da. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt gerade ein Stein an, komischerweise. Aber nee, hier dürften eigentlich gar keine. Genau, hier sind keine Drills mehr. Das heißt, das hier können wir auch wieder durchgängig machen. Auch wenn das nicht wirklich einen Unterschied macht, aber warum nicht? So. Hier staut sich Kupfer. Genau, das sollte möglichst schnell nach oben, damit ich gucken kann, primär, wie das mit der Auslastung so aussieht von dem Sludge. Weil wenn jetzt wirklich beide arbeiten, also sowohl Kupfererz als auch Eisenerz, könnte das ja haarig werden, ne? Du machst da bitte wieder runter. So. Mal gucken, ob ich genug Fließbänder habe. Ich denke mal eher nicht. Oh, die werden hier die ganze Zeit mitproduziert. Das ist okay. So. Kurve. Ja. Das ist nicht schlimm. So, einmal da, einmal da. Und dann haben wir schon gleich einen Anschluss. Sehr gut, sehr gut. Darum, darum, darum. So, da müsste jetzt erst der Kupfererz ankommen. Außer ich habe mich irgendwo verbaut. Ne, da kommt's. So, dann können wir... Also Kupfer werde ich erstmal nicht optimieren. Außer es gibt jetzt irgendwo einen riesen Kupferengpass, aber das sehe ich nicht so wirklich kommen. Naja, obwohl die... Achso, die sind leer, weil nicht genug Kupfererz angekommen ist. Ja, das ist okay. Spieleinventar ist nicht am Craften. Stell bitte her ganz viele tolle Speedmodule. So, jetzt seid ihr am Arbeiten. Gucken wir doch mal, woran hapert's? Wasser ist durchgehend da, Sludge ist durchgehend weg. Es geht nur um die Geschwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit. Bald wird es daran mangeln, dass nicht schnell genug nachgelegt wird. Dann wechseln wir auf Very Fast Inserter. Und dann passt das soweit. Ah, wird das schön, wenn wir erst die Chips direkt gießen können. Dann brauchen wir noch mehr komische Linien. Mal gucken, wie ich damit umgehe später. Also wenn wir fast alles gießen können und dann die ganzen Strukturen, die wir hier hinten mühsam aufgebaut haben, völlig irrelevant werden.
Also wir werden nicht irgendwann Tränke gießen können, das nicht. Aber wir haben jetzt hier hinten extra einen Bereich für die grüne Chipproduktion zum Beispiel. Den bräuchten wir dann gar nicht. Das heißt, wir müssten entweder hier Chips gießen und die dahin bringen oder die Flüssigkeiten dahin transportieren, was wahrscheinlich mehr Sinn macht. Und dann hier direkt die Chips gießen. So, haben wir auch Holz dabei? Da, nehmen wir ein bisschen Holz. Oder auch Stahl. Stahl gießen wir ja auch bald. Wo ist meine kleine Kiste? Da ist meine kleine Kiste. Gib mir nochmal 2 Stacks Holz. Steine werden immer noch fleißig mehr. Ja, staut sich. Ah, wir haben nicht genug Abend mehr für Lava. Oh, das ist ein guter Zustand. So, Problem, was ich jetzt gerade sehe, was Optimierungssache angeht, beim Eisen zumindest, ist, wir haben nicht genug Eisenerz. Es kommt genug dreckiges Eisen an, aber es wird nicht schnell genug verarbeitet. Das heißt, du bekommst jetzt auch mal Speedmodule. Und danach wird es daran hapern, dass wir nur von da unten gerade Eisen bekommen. Und das umgehen wir, indem wir das Riesenfeld da anfangen zu knabbern. Das wird super. Okay. Die sind nicht voll. Nee, seid ihr nicht. Du bist auch nicht am Arbeiten. Jedenfalls nicht durchgehend. Weil halt nicht genug da ist. Ja, da arbeiten wir dran. Sobald die Speedmodule da sind für mehr Roherz, haben wir auch mehr Flüssigeisen und, ne? Ist ja alles miteinander verbunden, das passt schon. Kupfer. Ja, genau das meine ich. Ich werde nichts bei Kupfer optimieren müssen. Wir haben da jetzt schon so dermaßen viel. Oh, weil es nicht angeschlossen ist. Okay, ich halte die Klappe. Da. Sag mir das doch einer, dass ich das noch gar nicht gemacht habe hier. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus kurzfristig. Wir brauchen nämlich einen Splitter andersrum. Geht denn da nach unten weiter? Darum, darum. Auch beidseitig, ne? Ich weiß, ich musste hier irgendwo darauf achten, ob es beidseitig war oder einseitig. Aber das sieht okay aus. So, hier das ganze Nummer. Dich weg. Dich hin. Dich daran, dich daran. Auch beidseitig, ja. Und drücke ich immer T. So. Das fließt alles. Dich umdrehen. Ugh. So. Ist ganz schwer nachvollziehbar. Weil überall halt. Oh oh. Achso, doch richtig, ne? Ja, Stein muss ich auch noch umdrehen. Boah. Was willst du tun hier? Ne, Stein muss ich nicht umdrehen. Stein kommt richtig rum. Okay. Du musst da hoch. Und du, ich mach das Kupfer hier mal weg und guck, ob das auch in die richtige Richtung kommt. Genau, komm schön von oben, komm schön von oben. Donner dagegen. Komm da raus. Die. Ja, da wird das jetzt nichts. Okay. Du kommst da raus. Oh, warte. Wir brauchen jetzt theoretisch weiß. Splitter. Glaube ich zumindest. Also wir brauchen, also von oben kommt das Kupfer, wir brauchen eine Abzweigung, die das nach da schiebt, auf das Ding. Dafür haben wir hier schon mal nicht genug Platz. Das heißt, du musst weiter runter. Du musst weiter hoch. Du musst dahin. Funktioniert alles? Funktioniert alles. Okay. Dann Splitter Nummer 1. Nimm das von da. Nimmt es von da, dreht es hier rum, legt es da drauf. Splitter Nummer 2. ja, es geht nicht. Also dahin geht's. Jetzt müssten wir das aber hier ranschließen. Und wir können nicht da einen Knick machen und gleichzeitig einen Tunnel nach unten. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch einen nach unten verschieben. Also du... Oh, das geht schon nicht mehr. Okay, dann brauchen wir einen tiefer gelegenen
Underground Belt von da nach da. Du musst weg. Du musst dann auch ein nach unten. Ich mache es gleich ein bisschen weiter nach unten, als es eigentlich notwendig ist. Einfach nur, damit ich mehr Platz habe hier. Also, schneller Untergrundbelt, der von oben kommt, nach unten führt für Eisen. Oben kommt Eisen rein, unten kommt Eisen raus. Gut. Kupfer. Kupfer soll jetzt von oben kommen. Und da soll da raus. Und die sind alle falsch rum hier.